Yeah. Laber mich mal bitte ernsthaft nicht dicht, von wegen du hast die gesamte Szene gefickt. Denn du bist einfach nur ne Bitch, die meint, er kommt mit schlechten Mutterwitzen in seine Real Talk Lines. Findest du das selber nicht peinlich, du trauriger Affe? Bist so 14 und Raps heißt, du bist Rauschgift verpacken. Ich weiß nicht, wen ich hier diss, mir geht's an sich nur um die Messe. Deren Männer gehen nach diesem Part locker einen Euro spenden. Aber davor bin ich euch doch noch etwas schuldig. Blablabla, bla, bla, Gelaber über Waffen, Drogen und Pushkicks oder ähnliches vergleichbares Zeug. Damit es zumindest ein 10-jähriges Kind auf seinem Schulhof erfreut. Der kann mit seiner 100 Euro Bluetooth-Box posen, die Knaute sein und letztens noch von dem freundlichen Postboten. Was laber ich eigentlich für einen Scheißdreck? Auf dem Hotline Miami Soundtrack zeig ich, wie man geil rappt.